Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Hogwarts Legacy. Zusammen mit Lucy. Hallo. So, und wir müssen jetzt mit dem Porträt von Professor Fitzgerald in der Kartenkammer reden. Und da erfahren wir dann wahrscheinlich den Ort der dritten Prüfung. Ja. Was ist denn das jetzt so am Leggen hier, hör mal? Stimmt, du willst zur Kartenkammer, da kannst du dich ja auch direkt hin teleportieren. Ah, ja, okay. Okay, ja, gut. So. Verständlich. Oh, da ist wohl ein Platz frei. Eieiei. Eieiei. Oh! Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh ja, stimmt. Oh, bevor jetzt. Geh mal in die große Halle. Ich weiß gerade nicht, ob es hier lang geht. Oder im Zweifel teleportiere dich einmal. Dann können wir gleich zur Kartenkammer teleportieren danach. Ja. Ich glaube, die große Halle ist nämlich jetzt auch schön. Die ist, glaube ich, links. Da in dem kleineren Gebäude, glaube ich. Die große. Ah, nee, die große Treppe ist das. Aber da ist auch die große Halle dabei. Echt? Oh, okay. Wo ist er? Jetzt irgendwie nicht mehr. Hä? Achso, große Halle ist. Nee, das ist das Gebäude weiter unten. Das kleine links. Ah, das, genau, okay, okay. Das ist die Übersicht, genau. So, nee, da müssen wir hin. Da. Genau, dann in die große Halle. Weil die könnte nämlich jetzt auch schon schön aussehen. Ja, ist denn schon Weihnachten? Ja, oh. Hübschi. Und der große Baum. Oh. Das Geile ist so, wie der steht, ne? Wenn die Lehrer da sitzen. Weil der Schulleiter sitzt einfach in der Mitte und der guckt die ganze Zeit gegen den Stamm. Genau. Und da müsste auch alles voll mit Nadeln liegen hier. Ja. Das ist schön im Essen. Genau. Tropft nur so das Harz runter. Ja. Schön klebrig. Geil. Ja, wunderschön. Ach, wie gern würde ich jetzt hier mit dem Besen durchfliegen. Okay, na dann. Okay. Das hat sich gelohnt. Das war schön. Ja, das sieht ganz cool aus. Kartenkammer müsste der Punkt oben sein. Dieses genau. Sonnensymbol, genau. Risen. So, da bin ich ja gespannt, wo das stattfinden soll. Hallo! Willkommen zurück. Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja, ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts? Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment. Ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Ich werde Sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Ja, aber ich werde die Prüfung, kann ich ja noch nicht abschließen. Wie bekomme ich Zugang zum Büro des Schulleiters? Vielleicht kann mir Professor Fick weiterhelfen. Professor Fick? Ja, alter Einbrecher. Der Lümmel, der hat ja nicht schon genug Stress mit dem.
So, sprich mit Natti. Sprich mit Poppy. Komm, mach mal das hier. Weltkarte. Vor Hogsmeade. Na, dann schauen wir mal. Ich konnte es ja während des Fliegens nicht verstehen, was die mir gesagt hat. Was haben Sie jetzt vor? Das Lustige ist ja, die Post muss ja per Eule gekommen sein. Das heißt, ja, die hat einfach ihre Eule dahin geschickt, während ich auf dem Besen war und die Eule so übelst am Mitfliegen. So. Hi. Bist du bereit, Harlow zu erledigen? Na klar. Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, du hast einen Plan. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Wo kann ich sie finden? Wo kann ich seine Freunde finden? Bei Mr. Rape bin ich nicht sicher, aber seine Frau Daisy ist oft in Hogsmeade, genau wie Agabus Filbert. Und Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts, also findest du ihn vermutlich dort. Was ist auch für ein geiler Der Name. Knecht. Der Knecht. Was ist auch das für ein geiler Name? Rape. Ja, wenn du nicht weißt, wie es geschrieben wird. Was soll ich in Erfahrung bringen? Welche Informationen brauche ich von diesen Leuten? Sie wissen vielleicht, welche Beweise Mr. Bickle gegen Harlow hatte. Oder vielleicht haben sie selbst Beweise. Wir müssen herausfinden, was genau sie wissen. Ich rede mit Mr. Bickles Freunden. Nun gut, ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Mein Knie gerade. Ich wusste, auf dich ist verlassen. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. So. Njong. Revelio. Saridwens gefährliche Kessel. Dieser wackelige Stapel Kessel vor Saridwens Laden wirbt für die Waren darin. Es ist übrigens nicht ratsam, Kessel auf diese Weise zu stapeln. Es mag zwar auffällig sein, hilft aber nicht unbedingt beim Brauen wirkungsvoller Zaubertränke. Okay. Jo. Mrs. Rabe sollte in der Nähe sein. Mrs. Rabe? Oh, Isco, was habe ich getan? Hallo, Mrs. Rabe. Mrs. Rabe, kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Das war Ihr Getränk. Ich bin mit den Bickles befreundet und versuche, Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isco. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isco zahlt den Preis dafür. Warum sollte Harlow ihren Mann und nicht sie entführen? Warum erpresst Harlow nicht ihren Mann? Iscos Arbeit hat kaum etwas mit den Gewölben zu tun. Er reist für die Bank um die Welt. Er könnte nichts für Harlow tun. Ich dagegen bin täglich in der Bank, was mich offenbar zum perfekten Ziel für Erpressungen macht. Haben Sie Harlow Informationen über Gringotts gegeben? Haben Sie Harlow geholfen, seit Ihr Mann entführt wurde?
Nein, ich mache mir große Sorgen um Isco, aber er würde nie wollen, dass ich meine Integrität riskiere. Außerdem ist er äußerst clever. Deshalb hatte ich gehofft, er wäre inzwischen geflohen. Es beunruhigt mich, dass er das nicht getan hat. Bestätigt die Notiz, die Entführung? Und die Nachricht bedeutet wirklich, dass ihr Mann entführt wurde? Was soll es denn sonst bedeuten? Außerdem waren die Blumen in unserem Garten zertrampelt, als ich nach Hause kam. Es mag albern klingen, aber sie waren Iskos ganzer Stolz. Er hätte so etwas nie zugelassen. Das habe ich gebraucht. Vielen Dank, Mrs. Rabe. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich, wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickle wollte uns helfen, doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rabe. Also gut, hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Mensch, ich bin schon 15. Soll passieren. Mrs. Rabe, wir hoffen, dass Sie noch einmal über unsere Bitte nachgedacht haben. Wir haben Ihnen eine großzügige, bemessene Bedenkzeit gewährt, aber unsere Geduld neigt sich dem Ende zu. Wir wissen, dass Ihr Ehegatte es begrüßen würde, wenn Sie den Wert einer Zusammenarbeit mit uns erkennen könnten. Dürfen wir bis zum Ende der Woche eine Antwort erwarten? Die Angelegenheit sollte unter uns bleiben, wenn Sie verstehen, was wir meinen. Das ist ein gutes Beweisstück. Danke. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Nun zu Mr. Bickles anderen zwei Freunden. So. Und zur Belohnung gibt's einen kleinen Schnickel mit Mr. Bickle. Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. So. Wasserquelle. Der kluge Reisende weiß, dass manche Brunnen mehr zu bieten haben als diese relativ unscheinbare Wasserquelle im Dorf Hogsmeade. Oh, Level 32. Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Vielleicht war es die ganze Zeit hier. Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickles? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Voldemort. Ich versteckte die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich, dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt. Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Diese Nachricht... Könnten Sie mir mehr über die Nachricht erzählen? So könnte ich sie leichter erkennen, falls ich sie finde. Sie steht auf Rosies speziellem rosa Briefpapier mit ihrem Monogramm RH. Daran würde Mr. Hill erkennen, dass sie echt ist. Wie verbergen Sie die Erpressung? Was haben Sie getan, um die Erpressung geheim zu halten? Wie ich schon sagte, kreative Buchführung. Ich habe außerdem versucht, die Kosten mit meinen Ersparnissen zu decken. Aber das Geld wird knapp. Das zeugt natürlich nicht gerade von der Verbesserung meiner Lebensumstände, um Rosie würdig zu sein. Mr. Hill scheint nett zu sein. Können Sie es ihm sagen? Ich traf Mr. Hill am Tag des Trollangriffs. Er war nett zu mir.
Sagen Sie es ihm doch einfach. Er ist ein netter Mann. Das wird seine Meinung ändern. Aber wenn es um Rosie geht, macht er dicht. Er würde das als schweren Verrat ansehen. Ich würde sofort meine Arbeit verlieren und Rosie dazu. Ich würde gern Ihre Tochter heiraten. Niemals! Sie sind nett. Okay, ja, ist in Ordnung. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gern in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Okay. Und nun los, ehe Mr. Hill zurückkehrt. Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Bickles fehlt noch. So. Agabus Filbert. Agabus Filbert muss hier irgendwo sein. Ich darf nicht vergessen, nachher meinen Kram zu verkaufen. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Verzeihung, Mr. Filbert? Ich würde gerne mit Ihnen über Ihren Umgang mit Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass ich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlows Rache und habe mich geweigert. Es war klug von Ihnen, nichts zu sagen. Sie hätten etwas sagen sollen. Wenn Sie gegen ihn ausgesagt hätten, wie Mr. Bickle es wollte, wäre Harlow vielleicht schon weggesperrt. Vielleicht. Aber vielleicht wäre mir dann etwas Ähnliches widerfahren. Tja. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau und Arzibella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertaler-Bande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davonging, lachend. Ich war tief erschüttert, bin es immer noch. Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Information an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Harlow mag es nicht, wenn Leute reden, aber das ist dir bekannt. Ich habe mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Natty finden. Jo, machen wir gleich, aber erstmal. Erstmal ein Eisbad. Erstmal ein Eisbad, genau. Erstmal Lachse fischen. Denn wie wir alle wissen, Freunde, der Lachs muss löppen. So, aber dann habe ich ja noch nicht identifizierten Kram. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Kann's haben. Nimm den Kram, Junge. Ich glaube, er ist auch der Einzige, dem ich irgendwie sowas verkaufe. Ja. Sein Inventar müsste auch so voll sein mit dem ganzen Kram. Mhm. Aber er nimmt's ja bereitwillig. Ja, da ist echt relativ viel, was wir hier verkaufen können. So, danke dir. Tschö. So, Natty. Natty ist sonst nie zu spät. Sie wollte in den Eberkopf. Vielleicht ist sie ja dort. Oh mein Gott, was ist geschehen? Natty, nein!
Die hält gerade noch einen Schnatti. Es hört einfach nicht auf mit diesen bescheuerten Wortwitzen, Freunde. Ja, so schön, ey. Natti muss hier irgendwo sein. Vor allem, ich merke das auch in so nicht nur in den Let's Plays, sondern auch privat, immer niemand lacht darüber. Niemand. Das ist immer betretene Stille, wenn ich sowas mache. Aber es hält mich auch nicht auf. Ich könnte einfach aufhören damit. Also, du kannst es nicht aufhalten. So, du kriegst es so in den Kopf und dann hast du so eine halbe Sekunde. Sag ich das jetzt? Sag ich das nicht? Ja. Okay, komm, ich sag's. Ja, aber ich habe dieses Überlegen gar nicht. Ich hau's einfach raus. Okay. Ich bin ja, es ist ja eigentlich, ich bin ja auch, was vielleicht auch nicht viele wissen, ich komme ja aus der Waldorfschule. Ne? Ich war Waldorfschüler. Und wir hatten da so ein ganz, jeder Waldorfschüler weiß das. Das ist so ein Gesetz, das nannte sich irgendwie, wie war das? Irgendwie der Dreisatz oder so. Erst denken, dann melden, dann reden. Ne? Das war wirklich unerschütterlich, diese Regel. Und für mich gilt das einfach nicht. Ich rede einfach immer. Ne? Bei dir was dann melden, dann reden und dann denken. Ja, genau, das war so. Entschuldigung! Ja, Sebastian. Ja, so lief das immer ab. Nattis Zauberstab. Sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Also steckt sie in Schwierigkeiten. Revelio wird mir zeigen, wo sie ist. Revelio. Okay, cool. Du weißt also immer schon alles vorher. Jetzt kann ich auf einmal Fußspuren wieder sehen. Mit Revelio. Aber auch nur die, ne? Mhm. Special. Die hatte was unterm Schuh. Das siehst du jetzt. Genau. Die sind scheiße getreten, deswegen kann ich... Die kleinen Schüler kriegen, was sie verdienen. Was hast du gesagt? Was hast du mit Natti gemacht? Natti muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Jawohl. Die Fußabdrücke führen in diesen Raum. Es muss noch einen Weg geben. Akio! Luck. Eine Geheimtür. Natti muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Was habt ihr mit Natti gemacht? Unentdeckt bleiben. Ihr Schweine. Als Köder benutzen? Ja, funktioniert doch. Also bringen wir es einfach um. Ja. Ah! Ah, mein Gott! Ja, ist doch egal, mit wem ich hier anfange. Ich werde doch sowieso gleich gesehen. Oh! Ich lese erstmal ein bisschen. Bist mir lieb wie ein Orguray, der vom kommenden Regen sitzt. Wie ein treuer Krupp warte ich hier, auf dass der Wind dich zu mir bringt. Leute, wartet mal kurz. Mein Herz verzaubert, das hast du, und nun bin ich ganz die Deine. Auch ich hab's gewusst, im Nu bist mir ewig der Eine. Dulcibella Philibert. Das Buch mit Gedichten, das Agabus Philibert gestohlen wurde. Er wird sich sicher darüber freuen. So. Nein! Jetzt gibt's auf den Deckel. Bam, Junge! Oh, oh, oh. Komm, trink! Heliam! Oh, 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 oh. Eieieiei. Oh. Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Expelliarmus.
du tun? Expelliarmus! Nati, ich befreie dich! Oh Gott! Bombarda! Expelliarmus! Jetzt bist du zu weit gegangen! Confringo. Aber jetzt erst! Jetzt bist du zu weit gegangen! Vorher noch nicht! Bum! 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 Confringo! Gefindo! Komm, trink! Kurz, Herr Jan! Das ist wohl dein erstes Mal. Experiam, Protego! Was hältst du denn für Elektro? Komm, trink! Kurz, Herr Jan! Experiam! Ich werde erst mal. Bombarda! Komm ran hier, Junge. Boom. Uiuiuiui. Geschafft. Oh, Level 32, Freunde. Tada. Kannst du wieder schön skillen. Sag mal, wir hatten hier die Rasseln ausgepackt. Okay, es hat aufgehört. Nati, hör auf zu rasseln. Ich bin doch schon da. Oh, was war das denn? Alter! Okay. Das war Nati. Revelio. Was ist denn hier, hör mal? Bombarda! Ja, geh rein! Zylinderhut, jawohl! Komm, dann flitze ich da drüben auch nochmal schnell rein. Nati wird da zwar im Nebenraum gerade gefoltert, aber ey. Hat lange Zeit. Ja. Soll sich nicht so anstellen. Genau. Deine Mutter ist doch Wahrsagerin. Hättest du auch voraussehen können. Die Scheiße. So. Nati muss hier irgendwo sein. Achso, ich habe ja auch erfahren, dass Nati ein Animagus ist. Du hast uns gefunden. Stimmt. Ich wusste, du verstehst die Sache mit dem Zauberstab. Sprich mit Mr. Rape. Er sagt dir, was du tun musst. Hier drüben. Ich brauche Hilfe. Du bist Mr. Rape? Klingst aber auch noch nicht so alt. Mr. Rape. Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau? Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht. Aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Nati kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Nehmen Sie meinen. Wir suchen Ihren, sobald Sie frei sind. Ich brauche meinen Zauberstab. Einer, zu dem ich keine Bindung habe, könnte schlechter oder langsamer sein. Und wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, wo er sein könnte? Er ist in der Nähe. Ich spüre ihn. Verstanden. Ich finde ihn. Ihre Freundin Nati konnte meinen Stab nicht beschwören. Er muss blockiert sein. Ist doch maximal auch Schüler in Hogwarts. Also. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das sind zwei 15-Jährige, die sich unterhalten. Ja. So, optional finde Otto Dibbles Liebesbrief. Mein Zauberstab ist in diesem Raum. Das spüre ich. Mr. Rapes Stab könnte da drin sein. Okay. Was glitzert denn hier mal so? Revelio. Also ich kann hier nichts sehen. Ach doch, hier.
Alohomora. Und es geht wieder los. Mr. Rapes Zauberstab. Er wird erleichtert sein. Ja, aber wo finde ich den Liebesbrief? Hatte ich vorher nicht einen Liebesbrief eingesammelt? Dachte ich irgendwie auch. Der lag doch hier. Vielleicht liegt noch irgendwo was Zweites? Bombarde! Ach so, das war hier. Ja, ich weiß nicht, wo. Wo soll das Ding liegen? Revelio. Jetzt, warte, jetzt gucke ich nochmal schnell hier. Inventar. Ach so, nee, das war. Das hatte ich gefunden, oder wie? Das Gedichtband. Ja, stimmt. Hm. Okay. Vielleicht ist es in irgendeinem Verlies hier mit drin. Gucken. Oh, upsi. Das ist tot. Mr. Rabe, ich habe ihren Zauberstab. Natti. Schön. Ich wusste es. Gute Nachricht, wir haben ihn gerettet. Die schlechte. Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Wenn man ihn bricht? Wow. Das war ja wirklich. Das war schon krass. So, hast du hier einen Liebesbrief drin? Revelio. Hast du einen Liebesbrief hier? Danke, Mr. Esco. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Geh schon vor. Finde Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Sei kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Könnte das sein? Meine, der liegt einfach hier auf einem dieser Kisten. Was ist das für ein Sound immer? Ich habe keine Ahnung. Weird. Klonk. Hm. Oh. Nee. Revelio. Oh, ach du Scheiße. Aha. Mein lieber Otto, voller Zärtlichkeit, deine Rosie. Rosies Liebesbrief an Otto Dibbel. Er wollte, dass ich ihn vernichte, wenn ich ihn finde. Quatsch. Vernichten wir doch nicht. Den drucken wir schön groß auf Plakat und hängen das in Hogsmeade auf. So. Gut. Natti, was machen wir jetzt? Da. Oder? Nee. Alter! Wie komme ich jetzt hier raus? Oh. Ja, okay, okay. Ah, okay. Finden wir Officer Singer und erledigen Harlow. Ein für alle. Schnauze. So, Officer Singer. Natsai Onai. Ich hätte es wissen müssen. Und Sie, der Trollschrecken.
Ein Glück, dass sie beide sicher sind. Scarabe sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass sie das waren. Geht es Mr. Rabe gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Onai. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer, Natty und ich haben erfahren, dass Erschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade bedroht haben. Rookwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rabe entführt, um seine Frau zu erpressen, sondern auch Natty. Agabus Filbert und Otto Dibble haben sie ausgenommen. Ach, ich werde das alles untersuchen. Was sie beide anbelangt, ich bin Ihnen dankbar für Ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Erschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Die Behörden waren keine große Hilfe. Verstanden. Ja, Officer. Haben Sie genug Beweise, um etwas gegen Harlow und Rookwoods Bande zu unternehmen? Nun, der Anfang wäre gemacht. Wir werden sehen. Aber das liegt jetzt in meiner Hand. Natsai, Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später. Jo, alles klar. Akio! So. Okay. Das haben wir getan. Professor Fick. Und dann können wir da... Komm, sprechen wir jetzt nochmal schnell mit Poppy. Die Kleine. Wo lungert die denn schon wieder rum? In Hogwarts. Die nächste Quest mit ihr ist dann die Oma besuchen wahrscheinlich. Mhm. Nachricht lesen. Die Erschwinderinnen belästigen mich nicht mehr. Ich vermute, das ist ihr Werk. Vielen Dank von mir und Rosie. Wir brechen gerade zu unseren Flitterwochen auf, nachdem wir Mr. Hill von unserer Heirat erzählt haben. Wünschen Sie mir Glück. Okay. Poppy, ich komme! Ach, ist doch gar nicht hier. Na gut. Ein Glück, dir geht's gut. Na? Da bist du ja. Du wirktest so durcheinander, als du gegangen bist. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Oh, hab ich doch gesagt. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Ja, guckt. Aber ist doch alles in Ordnung. Tut mir leid, Poppy. Das tut mir leid, Poppy. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, das hätte keiner von uns ahnen können. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Meine die Oma. Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Was ist ein Schnatzer? Was für ein Wesen ist denn ein Schnatzer? Ein kleiner Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich, hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatzer, der vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde. Ach, das erinnert mich auch an die eine Quest. Da warst du, glaube ich, nicht mit dabei. Mhm. Da habe ich so ein Mädchen in der Bibliothek getroffen. Die hat mir so irgendwie 4 Fragen oder so gestellt. Ich konnte die auch, glaube ich, fast alle beantworten. Eine hatte ich falsch. Und dann so, möchtest du noch mehr Fragen hören? Und ich so, ja. Klar, dachte so, ey, cool, warum nicht? Alter, dann packt die da 50 Fragen oder so aus. Ich glaube, ich habe die ersten 5 habe ich beantwortet so und alle verkackt. Ich wusste wirklich gar nichts. Also, ich muss sagen, die späteren Fragen, ich habe davon von den meisten Sachen auch noch nie zuvor gehört. Ja, nee, ich glaube, dafür musst du wirklich die Bücher alle gelesen haben und wahrscheinlich 3-mal. Bücher habe ich ja auch gelesen und selbst dann habe ich so viel, also wo ich so gesagt habe, nee, keine Ahnung, nie gehört. Woher soll ich das denn jetzt wissen? Ja.
Du, selbst wenn ich die Bücher gelesen hätte, was du dir da alle, das waren ja so Kleinigkeiten, das kannst du ja noch nicht alles ja, merken. Ja, so Hintergrunddetails halt. Ja. Warum interessieren sich die Wilderer für Schnatzer? Warum sollten sie sich für Schnatzer interessieren? Sie könnten mit Schnatzern mehr Geld verdienen, als sie es je mit Drachen kämpfen können. Interessant, erzähl mehr. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Oh. Deshalb glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Also so eine Schweinerei. Steht im Tagebuch, wo die Schnatzer sind? Wo genau sind diese Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch. Was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Irgendetwas sagt mir, dass du dieses Tierwesen finden willst. Ich nehme an, du wirst die Wilderer nicht in die Nähe der Schnatzer lassen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und Tierwesen genauso schätzen wie... Bei Merlins Bart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen. Reden wir mit den Zentauren. Klingt so, als müssten wir mit den Zentauren reden. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Alles klar. Flohfliegen. Kurz ins Telefon. Okay. So, die Lucy ist jetzt gerade mal AFK. Jetzt ist noch ein wichtiges Telefonat zu führen. Dann machen wir erstmal alleine weiter. Hier haben wir noch eine Nebenquest. Ende gut, alles gut. Also die ganzen Nebenquests und so, die werde ich auf jeden Fall alle abschließen. Vielleicht muss ich das ja auch für die Hauptstory. Aber ich würde jetzt erstmal mit der Hauptstory weitermachen. Dass wir dann vielleicht oder wahrscheinlich nächste Folge die dritte Prüfung machen können. Mir geht's nicht gut. Warum gehst du nicht zu Schwester Blaney? Ja, wir kommen mit. Es machte mir nichts. Gut. Wir müssen eins nach unten. Ich schwöre, sie hat sie wieder aufgefüllt. Professor Fix Büro. Und wir warten. Immer müssen wir warten. Ich glaube, ich weiß, wie und wo ich die Zentauren um den Schutz der Schnatzer bitten kann. Triff mich im verbotenen Wald. Ja, ich muss hier erstmal noch mit dem Professor Fick reden. Ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Ein Demigast. Und Sir, da ist noch etwas. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht. Und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Renrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Genau. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne den Hauselfen des Schulleiters nicht. Wird er überhaupt mit mir sprechen? Er ist sicher sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige, einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert er nicht ewig? Ganz recht.
Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Ja. Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen elfigen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Nice, jetzt sind wir Professor Black. Geil. Und können auch einfach so in Hogwarts rumlatschen oder was? Gucken, ob ich die Leute jetzt irgendwie ansprechen. Still gestanden! Professor, hätten Sie einen Moment Zeit? Oh nein. Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht besprechen. Doch, hier. Ich entscheide, was besser ist. Keine Sorge, Sharp. Sie können ganz offen sein. Nun gut, ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Ja? Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Da hat er mich wieder an meinen Thailand-Urlaub erinnert. Darum, wenn ich sehe, was in diesen Hallen als Magie durchgeht, dann, dann trauere ich um die Zukunft. Ich dachte, ich hätte den Schulleiter gehört. Ja. Ja. Ist hier. Kann ich jetzt auch meinen Besen ausbauen? Nee, leider nicht. So. Stark und stolz, Reinblüter. Die Zukunft gehört Ihnen. Professor Black, wie geht es Ihnen, Sir? Was hast du? Mr. Gaunt, wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir. Ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler, vergeuden immer so viel Zeit. Ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit Bubotubler-Eiter ergibt es eine feine Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo Hospital. So, machen wir mal weiter. Mit Professor Black stimmt etwas ganz wunderbar. Was? Professor, auf ein Wort? Professor Black. Ja. Wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa. Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat Ihnen Vernunft eingebläut. Und Ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund. So ein Unsinn, die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Ich, manchmal sind sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Ja, mach doch. Bitte tun Sie das. Gute Idee. Ich kann Ihnen auch Pergament geben, falls nötig.
Wo ist mein Elf? Ich, Pergament? Gut, das werde ich mit Vergnügen. Und ich habe Scrob in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Hm, warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Kogawa. Womit haben wir ihn als Schulleiter verdient? Hat jemand meinen Handspiegel mit Elfenbeingriff gesehen? Nein, natürlich nicht. Was der auch am Quatschen ist, anstatt dass er einfach mal die Fresse hält. Das ist der Schulleiter. Er kommt hierher. Was ist los? Miss Broom, auf ein Wort. Oh, Professor, das ist ja eine Überraschung. Es heißt übrigens Bloom. Was war noch gleich Ihr Spezialgebiet, Broom? Die ZAGs rücken immer näher. Zauberkunst, Sir. Ungesagte Zauber. Vielleicht lässt mich ja einer verschwinden. Immer dranbleiben, Broom. Und Sie werden so unsichtbar wie dieser neue Fünftklässler. Er ist nicht unsichtbar, Sir. Hab ihn bei der Bibliothek gesehen. Hat mir sogar mit meinen schweren Büchern geholfen. Oh, das ist lange her. Apropos unsichtbar. Wo ist mein verdammter Hauself? Dick! Mit dem Schulleiter scheint irgendwas... Einfach durchgeslidet. So. Kauen mit offenem Mund? Wo sind Ihre Manieren? Professor, dürfte ich kurz stören? Ja, bitte. Hallo, Professor Black. Ah, Professor Weasley. Wie, schön, Sie zu sehen. Sir? Ah, da Sie schon mal da sind, könnten wir uns über Professor Fig unterhalten. Oh. Fig? Fig? Also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Ach was. Er kümmert sich um Ministeriumsangelegenheiten. Ah, nun... Er kümmert sich für mich um Ministeriumsangelegenheiten. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der fünften Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods. Das ist doch nichts. Meine Güte, Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, 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 das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Fig. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke, aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut. Das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Jo. Wunderbare Arbeit. Spielraum für Professor Fig. Ich werde diesen Mann nie verstehen. Fig? So, jetzt das schnell. Professor Fig Zeit verschaffen. Professor Black ist zufrieden mit Scrobes Arbeit als sein Hauself. Das weiß Scrob ganz genau. Sehr gut. Scrob! Ich grüße Sie, Meister. Oh Gott. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Scrob schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Warum habe ich es ihm dann gesagt? Du stellst mich in Frage? Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrob bittet um Vergebung. Oh. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja, natürlich. Ich, Der Meister erinnert sich doch sicher? Etwas mit meiner Familie. Stets reinblütig. Es lautet, stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrob denkt, dass der Meister Scrob testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Aber auf Französisch, wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scrobs Französisch hundsmiserabel ist. Na gut. Toujours pur. Ha, danke. Und sprich nie mit mir oder sonst wem über diese Unterredung. Natürlich, Sir. Scrob wird sich bemühen, dem Meister aus dem Weg zu gehen. Oh. Oh, oh. Der Vielsafttrank lässt nach. Nein. Ich sollte lieber verschwinden. Versteck dich, während der Vielsafttrank nachlässt. Oh.
Oh Gott. So. Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach. Alter. Fick hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Juhu. Wir haben das und Passwort. Mit dem Passwort zum Wasserspeier. Allohomora. So, ich mache hier noch die Kiste auf. Ja. Nice. Okay, Freunde, jetzt machen wir Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und bis morgen zur nächsten Folge. Ciao.